Was ihr hier vor euch seht, ist eine Marzipanmilch. Diese Marzipanmilch gehört zu den liebsten Getränken meines Mannes. Sie ist wirklich schnell gemacht und schmeckt super. Den Süßegrad kann man selbst bestimmen. Was zu Marzipan vielleicht noch anzumerken wäre, dass er aus Mandeln, Zucker und Rosenwasser besteht. Und je gelber der Marzipan ist, desto hochwertiger ist die Qualität. Wie man diese super leckere Marzipanmilch herstellt, zeige ich euch jetzt. Für eine zimtige Marzipanmilch benötigen wir Mandelmilch, davon ca. 300 Gramm oder Milliliter. Für all diejenigen unter euch, die normale Milch verwenden möchten, das könnt ihr natürlich, aber Mandelmilch schmeckt besser, da Marzipan ja aus Mandeln bestehen und dadurch das Aroma einfach noch viel besser aufgegriffen wird. Nun schalten wir die Herdplatte schon mal an, geben unseren Zimt hinzu. Das sind ca. 1-2 Teelöffel, je nachdem wie gern ihr Zimt habt. 2 ganze Nelken. Keine Sorge, die fischen wir nachher wieder raus. Wenn ihr möchtet, einen kleinen Schluck Rosenwasser. Ich benutze sehr gerne und sehr viel Rosenwasser. Ich liebe einfach das Aroma von den Rosenblüten. Daher darf es bei mir in meiner Marzipanmilch nicht fehlen. Und zwischen 30 bis 50 Gramm gerupften oder geschnittenen Marzipan, 30 Gramm für welche, die es nicht ganz so süß mögen und 50 für die unter euch, die es sehr gerne süß haben. Nun wird gut umgerührt und keine Sorge, sobald sich die Mandelmilch erwärmt, verschmelzen die Aromen gut miteinander und das Marzipan schmilzt. Das geht recht schnell, sobald die Milch kocht, ist auch alles schon fertig. Diese Menge reicht übrigens für 2 Personen, je nach Tassengröße. Was noch zu erwähnen wäre, dass je mehr Marzipan ihr in die Milch gibt, desto dickflüssiger wird auch die Masse. Also ich würde wirklich mich bei 300 Gramm oder Milliliter Mandelmilch an die Menge zwischen 30 und 50 Gramm richten. Ansonsten wird das halt einfach zu dickflüssig und ihr könntet das löffeln. Falls ihr Angst habt, dass man die Nelken stark herausschmeckt, das ist gar nicht so. Sie kochen nur ganz kurz mit. Sie geben eine leichte, nelkige, scharfe Note. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, da sind Nelken drin. Es ist wirklich ganz mild. Ihr könnt sie aber auch weglassen, genauso wie ihr Zimt und Rosenwasser eigentlich weglassen könnt. Also ihr könntet die Marzipanmilch auch nur mit Mandelmilch und Marzipan zubereiten. Oder an euren Belieben anpassen und mit Kardamomkapseln oder Zimtstangen würzen. Das liegt ganz an euch. Ob ihr euch an mein Rezept orientiert oder selbst einfach mal etwas Tolles ausprobiert. Mein Marzipan ist nur noch ganz wenig im Topf vorhanden und der schmilzt auch schon sehr schön. Man merkt es beim Umrühren, dass kaum noch Klümpchen enthalten sind. Ihr könnt auch einen Schneebesen nehmen, aber ich finde immer diese Teigschaber viel besser, weil man einfach da auch den Marzipan ein bisschen am Topfboden lang streichen kann und ihn daher noch ein bisschen schneller zum Schmelzen bringen kann. Theoretisch könnt ihr jetzt schon die Herdplatte aufstellen, denn die Restwärme reicht aus. Wie ihr seht, die Milch fängt schon an zu blubbern. Da muss man nicht mehr großartig weiter kochen. Schnappt euch ein paar Tassen und füllt die Mandelmilch hinein. Mein Marzipan hat sich vollständig aufgelöst. Ich stelle mir schon mal meine Tasse bereit. Und nehme einen kleinen Löffel, um die Nelken herauszufischen. Schon ist unser Getränk servierbereit. Ich freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis bald. Tschüss.